Weitere Informationen über aki-video@yahoo.de. Irgendwo in Luxemburg wohnt Emil. Emil ist ein älterer Herr und ein Sammler von alten Maschinen und Fahrzeugen aus dem letzten Jahrhundert. Nicht nur Emil, sondern auch sein Sohn und viele seiner Freunde sind von diesem Sammlervirus befallen. Wie kam es zu dieser Infizierung? Das ist durch Zufall gewesen. Wir haben diesen Motor, wie wir unseren Bauernhof verkauft haben, abgebaut und wollten ihn nicht den neuen Mieter überlassen. Mein Großvater hatte diesen Motor nämlich im Jahre 1910 installiert, wie noch keine elektrische Versorgung in den Bauerndörfern war. Und der Motor hat auf einer Transmission gearbeitet, wo er 5 Maschinen gleichzeitig betreiben konnte. Die Motoren mussten noch mit der Kurbel gestartet werden, was nicht immer so einfach oder selbstverständlich war. Ein Stationär- oder Standmotor ist eine Unterkategorie der Verbrennungsmotoren, der ortsfest betrieben wird. Er dient dazu, in erster Linie mechanische Antriebsenergie für industrielle Anlagen und Maschinen bereitzustellen. Die entstehende Abwärme kann gegebenenfalls auch genutzt werden. Wegen den Vibrationen ist die Maschine aufgebockt. Der Hersteller ist R.A. Lister. Aller Anfang ist schwer. Die ersten Verbrennungsmotoren wurden aufgrund der Größe und des Gewichtes als Stationärmotor ausgelegt und eingesetzt, bis durch die technische Entwicklung der Konstruktion und der Werkstoffe eine Gewichts- und Volumenreduzierung und damit der Einsatz in Kraftfahrzeugen möglich war. Durch die Entwicklung der Kfz-Verbrennungsmotoren wurden klassische Stationärmotoren als eigene Produktlinie immer mehr zurückgedrängt. Heutzutage werden überwiegend modifizierte Kfz- und Nutzfahrzeugmotoren als Stationärmotor eingesetzt. Es ist immer wieder interessant, ein Stück Technik von vorgestern zu bestaunen. Wir haben den Motor dann nur frisch lackiert und auf einen Unterbau gesetzt mit Rädern. Dann früher stand er auf einem Betonsockel, aber wir haben das original nachgemacht. Und das war eigentlich der Grundstein, dass wir späterhin auch in Traktoren und sogar in sehr alte Autos investiert haben und die restauriert haben von Anfang an. Nach diesem stationären Motor haben wir mit einem Citroën Oldtimer Minibus aus dem Jahr 1929 angefangen zu restaurieren. Citroën präsentierte 1929 eine neue Personenwagenbaureihe. Die neuen Wagen bekamen die Typenbezeichnung AC4. Sie sind inzwischen sehr rar geworden. Damals war ein neues Zeitalter angebrochen. Der Benzinmotor erhielt erstmals eine Wasserpumpe und eine Batteriezündung. Neue Fertigungsmethoden steigerten die Zuverlässigkeit. Der Hubraum des seitengesteuerten Vierzylinders lag anfangs bei 1628 Kubikmetern und einer Leistung von 30 PS bei einer Nenndrehzahl von 3000 Umdrehungen pro Minute, 4 Gängen und einer Geschwindigkeit von 70 km/h. Das Fahrwerk wurde ebenfalls überarbeitet, um die Torsionssteifigkeit zu erhöhen und den Komfort zu steigern.
Das Karosseriedesign wurde an die damalige Zeit angepasst und in vielen verschiedenen Karosserieformen und Lackierungen wiedergegeben. Das Restaurieren des AC4 war sehr viel Arbeit. Das Auto musste in seine 10.000 Teile zerlegt werden. Alle Bauteile hatten Rost angesetzt und mussten unter das Sandstrahlgerät. Ersatzteile wurden links und rechts zusammengetragen. Manches musste in Frankreich bestellt werden. Teile der Karosserie wurden selbst zurechtgeschnitten und eingeschweißt. Die Karosserie wurde auf den Rahmen gesetzt, um Türen und Kotflügel anzupassen. Es blieb noch genug zu tun. Kabel mussten eingezogen und der Innenraum mit Holz verkleidet werden. Für die exakte Dachspannung per Holzlatten gingen alleine sehr viele Stunden drauf. Als die Karosserie wieder stand, war der Sattler dran, um neue Sitze und eine neue Innenausstattung anzufertigen. Der fertig restaurierte Wagen wird seit Jahren gerne bei Hochzeiten verwendet. Später kam ein Ford LKW, Baujahr 1928. Das ist ein Ford AA-Modell, der meinem Vater gehört hatte. Der Wagen war in einem sehr desolaten Zustand und musste von Grund auf restauriert werden. Dies wurde in sehr vielen Stunden der Aufopferung getan. Ebenfalls wurde die ganze Holzkarosserie von einem Schreiner erneuert. Der Ford Modell AA war der Nachfolger des 18 Jahre lang verkauften Modell T und er wurde auch in Europa, Südamerika und in Lizenz in der Sowjetunion produziert. Er wurde ab dem 20. Oktober 1927 als Modell 1928 gebaut und ab dem 2. Dezember verkauft. Das Modell AA war in 4 Standardfarben, aber nicht in Schwarz lieferbar. Hingegen waren aus fertigungstechnischen Gründen die Kotflügel stets schwarz lackiert. Der Motor war ein Vierzylinderreihenmotor mit stehenden Ventilen, einem Hubraum von 3,3 Litern, einem einfachen Steigstromvergaser von Zenit und ca. 30 kW, also rund 40 PS. Der typische Kraftstoffverbrauch lag zwischen 8 und 9 Litern auf 100 Kilometer. Die Höchstgeschwindigkeit des Modell AA betrug etwa 104 km/h. Es hatte einen Radstand von 103,5 Zoll, also 2,6 Meter, und eine Hinterachsenübersetzung von 3,77:1. Das Getriebe war ein Dreigang-Schieberadgetriebe mit Rückwärtsgang. Er hatte mechanisch betätigte Trommelbremsen an allen Rädern. Der Ford AA war der erste Ford mit Bedienung nach üblichem Standard. Er hatte Gas-, Brems- und Kupplungspedal und einen Gangschalthebel. Es gab auch einen PKW auf gleicher Basis. Er wurde Ford Modell A genannt. Dann kam ein Willys Jeep aus dem Zweiten Weltkrieg an die Reihe mit Anhänger. Der Willys MB gilt als der Urahn aller sogenannten Jeeps. Er wurde aufgrund einer Ausschreibung der US-amerikanischen Armee ab dem Jahre 1940 entwickelt.
Die US-Armee suchte damals ein kleines und geländegängiges Fahrzeug, das relativ billig und in großer Stückzahl hergestellt werden konnte. Er ist treu wie ein Hund, stark wie ein Maultier und flink wie eine Bergziege, beschrieben US-Soldaten während des Zweiten Weltkriegs ihr Allzweckfahrzeug. Der Willis war unverwüstlich, einfach konzipiert und konnte leicht repariert werden. Der Willis MB hatte einen 60 PS leistenden Motor mit 2,2 Liter Hubraum und drei Vorwärtsgänge sowie einen Rückwärtsgang. Der Allradantrieb konnte zugeschaltet werden. Bis zum Kriegsende wurden von Willis und Ford insgesamt fast 640.000 Jeeps hergestellt. Und danach haben wir uns auf Traktoren spezialisiert, wie Hanomag, Ferguson, MAN, Bertolini, Güldner. Vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs erfand Harry Ferguson die Dreipunktaufhängung, welche heute in jedem modernen Schlepper zu finden ist, und wollte sie in die David Brown Traktoren einbauen. Kurze Zeit später allerdings schloss er eine Kooperation mit Henry Ford, sodass die Fordson Traktoren mit seinen legendären Entwicklungen ausgestattet wurden. Als dann bald Henry Ford Jr. das Unternehmen übernahm, mit dem sich Harry Ferguson überhaupt nicht einig war. Aus diesem Grund trennte er sich von Ford und baute seine eigenen Traktoren unter dem Namen Ferguson Limited. Seine Traktoren waren sehr wendig, vielseitig und beliebt, sodass sie nach dem Kriege einen unerhörten Erfolg verspürten. 1953 allerdings verkaufte der damals 69-jährige Ingenieur seine Firma an den kanadischen Hersteller Massey Harris, sodass der Name dann Massey Harris Ferguson Limited lautete, was dann bald auf Massey Ferguson verkürzt wurde. Der Ferguson TE20 war in der Zeit das einzige Modell, welches Ferguson Limited anbot. Allerdings war das einzige auch eine sehr gute Konstruktion und durch seine Anspruchslosigkeit und Robustheit wurde er ca. 517.000 Mal produziert. Es gab 16 verschiedene Varianten von 1946 bis 1956. Als Motoren war der Standard-Otto-Motor auf dem TEC mit etwas größerem Hubraum und dadurch eine Leistung von 35 PS. Die Traktoren kommen fast alle hier aus der Gegend, wenn ältere Leute nicht mehr die Fahrerlaubnis bekommen oder sie brauchen den Trecker nicht mehr. Dann kommen sie zu uns und wir kaufen ihnen dann den Trecker ab. Wir restaurieren dann das Ganze, versetzen sie wieder wie in den Neuzustand. Wir haben da aber ein Platzproblem gehabt, das haben wir jetzt gelöst. Wir haben jetzt alles ziemlich in einer Halle stehen, wo wir auch also die Wartung gut wahrnehmen können. Unweit von Emils Haus entfernt steht diese Scheune. Diese ist randvoll mit Schätzchen aus vergangenen Zeiten. Young, Emils Sohn, hat ein paar Standardmotoren aus verschiedenen Epochen aufgerichtet. Wenn der Verbrennungsmotor gestartet ist, sieht man bei den Älteren die ganze Mechanik dieser Ingenieurskunst. Um zu starten, wird eine Art Wattebausch als Zünder genommen. Wenn dieser im Motor eingeschraubt ist, kann mit der Kurbel der Motor angeworfen werden.
Dies ist ein Standmotor aus neuerer Zeit. Er stammt aus den 60er Jahren des vorherigen Jahrhunderts. Petter ist der Hersteller, der diese Motoren für das englische Heer und Marine herstellte. Sehr kompakt gebaut ist er in seiner Eigenschaft. Die Oldtimer restaurieren wir in Eigenregie bis auf die Lackiererei. Das andere wird alles von uns selbst gemacht. Nur wenn an meinem Motor irgendwie eine Reparatur ist, dann wird das vom Fachbetrieb gemacht. Leider haben die alten Gerätschaften manchmal auch Macken. Und das älteste Stück, was wir haben als Traktor, ist ein Lafly französischer Weinbergtraktor, ein Prototyp von 1930. Aber mit etwas schönem Zureden wollen sie dann am Ende doch. Das Bedienen dieses Arbeitsgerätes will gelernt sein, da es sehr schmal ist. Der Traktor war gedacht, um zwischen den Weinreben die Arbeiten des Winzers zu verrichten. Das Wichtigste für die Motoren ist, oder die Traktoren auch, dass sie immer regelmäßig bewegt werden. Das garantiert, dass so wenig wie möglich Fehler bei der Bedienung und auch bei der Wartung entstehen. Tja, aber trotz gutem Zureden wollen sie manchmal nicht anspringen. Da hilft nur noch Schrauben. Mit den Ersatzteilen ist das gar nicht so schlimm, denn das Schlimmste ist immer die Suche, um dann für die jeweilige Traktormarke die Händler zu finden. Aber wenn man da bis fündig geworden ist, ist da gar kein Problem. Wir haben auch mit den Ersatzteilen, die können wir uns also relativ leicht beschaffen und noch in einer Umgebung von ungefähr 200 bis 300 Kilometer, was noch sehr günstig ist. Wir haben die letzten Jahre viele Gleichgesinnte und haben auch Clubs, und das erleichtert die Restaurierung auch. Denn was der eine nicht weiß, das weiß bestimmt der Nachbar. Noch eine Besonderheit zum Schluss ist dieser Balkenmäher des Herstellers Solo. Er hat nur ein breites Antriebsrad. In diesem Rad ist der Verbrennungsmotor und die ganze Mechanik untergebracht. Über die Zukunft möchte ich sagen, dass
für dieses Erbschaft, die wir von unseren Vätern und Großvätern übernommen haben, ausbauen und pflegen sollen, denn die Zeit vergeht rasend schnell und für unsere Nachkommen, für unsere Enkel und alle ist das sehr wichtig, wenn sie da späterhin auch mal sehen, wie unsere Väter oder Großväter sich bemüht haben im Leben, um wirklich die Arbeit zu erleichtern. Wenn Ihnen der Beitrag gefallen hat, bitte teilen Sie diesen in Ihrem sozialen Netzwerk.